Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Snow, der wahrscheinlich jetzt sechsten Folge, soweit ich mich erinnern kann. Ja, genau. Der sechsten Folge Minecraft Snow. Mit mir, Luke, für 6 in unserer noch nicht halbfertigen Bude. Noch halbfertigen Bude, so gesagt. So. Okay, wir haben haufenweise Kohle und Kobbel gefarmt. Und Zeug, was wir wahrscheinlich nicht brauchen werden. Heieiei. Was gut ist, schon mal das Eisen. Oh, wir haben sogar noch 11 Stück. Oh Mann, ist schon verlockend. Oh, wir schmelzen immer nur so viel, wie wir brauchen. Das wird halt ein 64 Stick. Hier kommt einmal Bruchstein rein und hier kommt einmal Bruchstein rein. Da war nämlich mal ein Stack davon. So, Pfeile habe ich irgendwo reingesteckt. Hier waren die Pfeile. Tun sie auch jetzt hier rein. Das Eisen tue ich gleich verwerten. Das Eisen kann ich hier noch aufheben. Die Kohle stecke ich mal jetzt hier rein, wie das anders sieht. Und irgendwo hatte ich hier noch Granit. Den Bruchstein hebe ich mir mal noch auf. Das Diorit hatte ich auch schon. Ist auch nicht schlecht. Das Eisen stecke ich hier auch mal rein. Das Erde stecke ich auch rein. Ich nehme noch mal kurz das hier raus und ein bisschen Holz und mache daraus Fackeln. So, das sollte reichen. Okay, dann putze das hier sehr schön. Und ich brauche eigentlich so gesehen neues Werkzeug. Dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen Stein habe, nicht allzu viel, darum werde ich jetzt noch ein bisschen warten. Und hier noch nichts machen kann, weil mir da noch ein Objekt fehlt, was ich noch nicht habe. Beziehungsweise kommt es ja hier hin, weil hier rum baue ich das ja weg. Das kommt dann, glaube ich, die Fackel kommt dann auch weg. Ich muss dann mal gucken, wie ich das mache. Am besten am dümmsten. Gucke ich dann mal. Ich brauche dafür auf jeden Fall Steinziegel. Jede Menge. Und ja. Sonst eigentlich alles okay. Mein Spawnpunkt weiß ich gar nicht, wo der überhaupt ist. Deswegen brauche ich eigentlich Schafe. Eigentlich müsste ich mal rausgehen. Aber ich würde sagen, dadurch, dass ich jetzt keine Kohlemangel habe, brauche ich das denn? Irgendwie haben wir einen Weizenkorn, den kann ich eigentlich anpflanzen. Und mich das gerade ein bisschen angepisst, dass es regnet. Wird wirklich anpisst. Hol ich mir jetzt erstmal Weizen. So, ich werde mir auf jeden Fall einen Eimer craften. So viel ist schon mal sicher. Ich werde mir auf jeden Fall... Ich brauche sogar 3 Eimer. Ich nehme es zurück, ich brauche 3 Eimer. Ich werde auf jeden Fall mir Eimer craften. Jetzt bin ich am überlegen, mache ich das jetzt aus den Ziegen hier, aus dem Ton? Oder ich mache es aus den Ziegen, aber ich glaube aus... Ich muss sowieso Ton schmelzen, von daher ist alles okay. Ja. Ich überlege gerade, ich kann eigentlich noch ein paar Pilze. Ich kann mir noch 2 Pilze machen wieder. Verzeihung. Es ist so rausgeplatzt. Oben hatte ich doch bestimmt noch eine Schüssel, ne? Ne, ich hatte nur 8. Gut. Verstehe ich natürlich. Lehm könnte ich noch gebrauchen. Aber ich warte jetzt erstmal. Das Eisen kann ich mir schon mal rausnehmen. Da können wir uns jetzt schon mal eine komplette Rüstung craften. Oh, auch ein Eisenschwert können wir uns craften. Ja, dann machen wir das auch hier. Ich werde auf Swex sieht richtig geil aus. Finde ich zumindest. Ja, gut. Brauche ich das Steinzeug hier nicht mehr, weil das kann ich noch brauchen. Das brauche ich nicht mehr. Und zuck, 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 zuck. Ich ziehe mich immer mit. Das sieht so komisch aus. Ich schiele so durch die Rüstung. So, dann machen wir uns jetzt noch ein paar Spitzhacken. Zumindest eine und das mache ich nicht als Bruchstein jetzt noch. Machen wir jetzt noch 3 als Koppel. Jetzt könnte ich zum Beispiel ein bisschen besser die Höhle erkunden, aber ich möchte gerne den Minenschacht jetzt noch weiter bauen. Und ich brauche ja noch Holz für das Dings. Für das Dings. Für das Dings brauche ich das, genau.
Erkennst nicht des Dings. Ich hatte den Namen vergessen. Was hat aufgehört zu regnen? Oh, das Eisenbaustoff für die Schienen. Genau, die Schienen war das. Mein Gott, Alter, schweres Wort. Vergisst man schnell. Was war da hinten? Ein Baum, okay. Was ist hier? Oh, what the fuck? Wie konnte ich das denn übersehen? Ich bin hier, wer weiß, wie oft hier vorbeigerannt und hab das übersehen. Das muss ich eindeutig zuschütten. Ich glaube, ich hatte noch Erde in der Kiste, ne? Erde müsste ich noch in der Kiste haben. Eieiei, konnte ich das denn übersehen, bitte? Ich habe gerade eben noch abgelegt von uns. Ja gut, ne? Wo war das? Hier war das. Das ist ein richtig, eigentlich offensichtliches Loch. Erstmal übersehen. Ja, ne, kann passieren. Ich glaube, die Erde reicht sogar nicht. Tatsache. Ja, wenigstens etwas. Wenn ich jetzt nicht mal eine Erdelieferung habe von da hinten, dann können wir das aber immerhin 8 Eisen. Immerhin. By the way, auch noch Steinziegel. So. Wir haben ja das jetzt mal so gemacht, dass wir. Wie viel hatten wir denn hier immer? 1, 2, 3, 4, 5. Und hier haben wir ja bis 4. Das heißt, ich müsste das hier auch abbauen. Da habe ich nämlich 5. So. Fackeleinheitung lassen wir natürlich noch. Dass wir alle, dass wir immer eine Lücke lassen. So. Graben wir mal hier ein bisschen vor. Solange bis die Spitzhacke kaputt ist. Eieiei. Ist schon komm, ich schneide mich hier dann nochmal wieder irgendwo noch mit der Höhle. Blöcke machen wir denn da? Das ist eine gute Frage. Filmen müssen wir hier so einen Boxenstopp hinlegen. So, wenn wir hier aussteigen, also brauchen wir hier eine Powerschiene. Wenn wir hier aussteigen, dass wir keinen Boost kriegen. Da will ich eigentlich immer so eine Wand nehmen, weil das ja besser ist. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir 10 Blöcke. Das ist 7. 7, das ist 8. Ja, das ist 9. Und hier haben wir die 10, hier oben ist Eisen. Zufällig gefunden. So, und wir waren 5 breit, ne? 3, 4, 5, ja, genau. Und hier war 1. Ich nehme es gleich mit, hier sind wir bei 2. Das ist Nummer 3. Und Nummer 4. Oh, hier haben wir Nummer 5. Und haben wir jetzt hier noch diesen Block hier. Und das muss auch noch weg. Haben wir jetzt diesen Block, den wir hier noch abbauen müssen. Aber erstmal wollen wir uns das Wichtigere im Leben, nämlich das Eisen. Ob da jetzt hier ein Loch in der Wand, in der Decke ist, ist eigentlich auch egal. Das interessiert ja eh keinen. So. Weiß gar nicht, in welcher Folge wir überhaupt gerade sind. Ich bin voll verpeilt hier gerade. Ich glaube 6. Müsste die 6 sein, ja. Ich gucke dann einfach nach. So.
Glück, dass wir da eine Seite in der Wand haben. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Glück, dass wir da eine Seite in der Wand haben. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Graben mal hier noch ein bisschen weg hier. So. Hier ist gut. Und hier graben wir ein bisschen weg hier. Ist eigentlich gut hier, ne? Ja. Da machen wir das einfach. Das ist ganz einfach. Mal nämlich hier die Wände reinziehen. So, können wir nämlich die Tür machen, die dann zu der jeweiligen Höhle führt. Damit haben wir einiges schon gelöst. Einiges am Problem. So. Perfekt. Dann können wir auch die Decken schließen hier. Na? So. Wunderbar. Da kann dann hier dieser Part hin hier. Mit Knopf dann. Knöpfe muss ich dann auch noch craften. Allesamt. Nice. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hoch mit ein paar Türen. Da kann ich zum Beispiel jetzt, eigentlich würde ich da auch die Oakwood-Türen benutzen, aber ich hole mir jetzt einfach die Türen, die ich schon habe. Ich müsste eigentlich mal nach. Ich kann eigentlich mal nachgucken. Hab ich noch Schwarzeiche? Ich glaube schon, ja. Gucke ich mal ganz kurz, wie das mit der Schwarzeiche aussieht. Kann ich die Klappertüren da unten nehmen, die grünen Klappertüren. Und ich habe mir überlegen, wenn ich sie wirklich, ob ich sie nicht nochmal wechsle. Ich guck mal ganz kurz, wie hier die Schwarzeichentüren aussehen in dem Texturenpaket. Ach, die sehen eindeutig besser aus, glaube ich. Viel, viel, viel besser sehen die aus. Ach Gott, viel, viel, viel besser. ich brauche noch eine Tür, von daher. Okay, wir haben hier Eisen. Muss ich ganz kurz gucken. Moment, ach, da war ja immer eine Kohle. So, drei Kohle. Das nehme ich sowieso mit. Jetzt bin ich nochmal Eisen. Oh, hier haben wir Stein. Nochmal 8 Kohle. Hier Bruchstein und hier nochmal 8 Kohle für Bruchstein. Dann haben wir hier Stein und hier Stein. Da haben wir das erste Stein. Also erstes Steinstein. Und dann haben wir hier noch Kisten. Hier haben wir noch Kisten für Stein. Und Kohle. Passt. Und anderen Krebskram. So, hier war aber ein Eisen drin. So, jetzt kann ich mir mit so ein paar mehr Eisenspitzhacken machen. Jetzt habe ich ja besser mehr Eisen. Haben wir uns gleich mal 3 Stück. Ach, das ist schön. Es ist schön, viel Eisen zu haben. So, okay, da haben wir das mit der Mine. Dann lassen wir mal anfangen, ein paar Schienen zu bauen. Ja, Schienen. Aber da hole ich mir ein bisschen Oakwood von anderen. Schiste. Gerade weil ich davon rede, wir können uns gleich mal noch ein paar Äxte craften, weil ich gerade davon geredet habe. Machen wir uns gleich mal 3 Stück. Zack. Mein Inventar ist voll mit Werkzeug hier und das Eisen ist schon wieder fast weg. Aber ich verbrauche natürlich erstmal das andere Werkzeug, ist ja. Das ist klar. Das ist klar. So, okay, dann nehmen wir mal hier das hier. Und craften uns daraus das hier. So, und daraus aus einem Stack machen wir das hier.
Guck mal, wie weit wir damit kommen. Außerdem brauchen wir noch sowieso noch mal Fichtenholz. Eieiei. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich guck mal, wie weit ich komme. So, ich muss kurz überlegen, wie ich jetzt das Dach platziere. Entweder mache ich es jetzt von der Seite und oder von der anderen Seite. Aber ich glaube, ich würde es eher gern von der Seite machen. Von daher gehe ich von der Seite und von der Seite mache ich das, überlege ich mir dann noch was. Aber wir haben jetzt eigentlich mal was, was wir eigentlich mal machen können. Dafür wollte ich diese Steinziegel haben hier. Und ich kann nämlich jetzt hier diese Löcher ausfüllen. Das werde ich nämlich noch machen. Ich muss mich ein bisschen Erde zum Hochstapeln holen. Ich hochschlafe. Das hat schon seinen Grund, warum ich das hier so mache. Erstmal, um meine Schaufel kaputt zu machen. Aber nicht nur das, nein, um Erde zu bekommen. Ne, es hat schon einen anderen Zweck. Seht ihr dann noch? Das Haus ist ja noch nicht mal annähernd fertig. Ich glaube, in den ersten Folgen wird sich hauptsächlich wirklich nur um dieses Haus hier gekümmert. Weil Haus. Weil Haus. Warum auch nicht, ne? Weil Haus gute Gründe ist. So, ich muss jetzt sowieso hoch. Und dafür habe ich ja mein Dirt. Ja, wenn wir hier schon mal dabei sind, kann ich gleich mal hier rüber springen. Baum zu Baum und fälle ein paar Bäume. Und fange, glaube ich, hier hinten an. Irgendwo hier hinten. Irgendwo. Ich könnte den Baum hier fällen. Ich fäll den Baum. Ich fäll den Baum. Alter. Die haben wir Connection hier. Ich fäll den Baum jetzt so. Ich kann immer wieder. Okay. Ich kann ja immer wieder auf den Baum. Auf die Bäume, besser gesagt. Da schwimmt ein Creeper im Wasser herum. Der mich gerade gesehen hat. Ach, ist nur im Wasser, von daher geht es. Ich sehe gerade, hier sind Schafe. Oh. Und ein Skelett. Hier sind Kürbisse. Und falls ihr fragt, ja, das sind tatsächlich Kürbisse. Ach, hier sind jede Menge Schafe, ey. Und das sind Kühe. Oh, das sind Kühe. Nice. Und falls ihr fragt, ja, ich werde sie töten. Alle. Ich bin gerade ein bisschen von meinem hauptsächlichen Ziel abgekommen, kann das sein? Ich kann gleich nicht mehr sprinten. Ich kann nicht mehr sprinten. Oh nein, die Kuh kommt. Sie will mich töten. Und da hinten ist ein Lauersee. Was können wir dann zu Obsidian machen? Ich glaube es gar nicht. Ich glaube gar nicht, wie leid mir das hier tut. Ich sehe schon, kommen alle Veganer werden dieses Video disliken, weil ich Kühe schlage. Ah, das ist. Das ist genau. Das war jetzt eigentlich dumm, eigentlich. Auf 5 Wolle ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Das reicht eigentlich erstmal. So, jetzt gehe ich erstmal wieder zurück, weil die Bäume fallen. Wenn ich mein Haus natürlich wieder finde. Ach hier. Hi, Haus. Sieht geil aus mit diesen Erddings da. Kurz mal vor dem Fenster hier platzieren, damit ich hier hochkomme. Dann platziere ich da immer eine Erde hin, damit ich den Sprung besser schaffe. Ist das eigentlich ein Vierer-Jump? Ja, das ist ein Vierer-Jump. Ne, kann ich auch so machen. Üben wir noch ein bisschen Jump-Man-Skills in Sachen Vierer-Sprünge.
Ich nenne die Map hier Garden Rush, weil ich hier auf Bäume klettere. Und bei Bäume Garten ist. Guter Kommentar. Oh Mann. Gut, es geht nicht, okay. Ich dachte. So, ich fahre jetzt von unten hier. Es geht schneller. Was sieht cool aus mit diesen Lichteffekten da? Meine, umsonst habe ich keine Erde, mich hochzubauen. Das sieht so geil aus. Ich bin verliebt in den Shader. Ich bin verliebt. Oh, das leuchtet so geil. Okay, ich muss jetzt sowieso noch mal alles abholzen hier dann. Weil hauptsächlich Weihnachten ist eigentlich die Umgebung und nicht die Bäume. Eigentlich wollte ich so ein Forsthaus haben, aber jetzt lasse ich das doch mal. Eigentlich hätte ich ja vorgehabt, mir in die Berge, das Haus in den Bergen zu bauen, aber ich wollte das eigentlich unbedingt so haben. Naja, gut. Hat sich das ja erledigt mit den Bergen. Mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich hier zu viel Holz hole. Ich hole schon zu viel Holz, nämlich. Ich kann das nämlich gleich gar nicht mehr aufsammeln. Hier ist auf. Ab da hört die Freundschaft auf, Mann. Das geht einfach zu weit. Und das wie das hier. Was ist das denn? Ah, das war dumm. Das hätte ich eigentlich stehen lassen. Ich muss hier aufs Tacho. Das war jetzt wirklich dumm. Ah, das kann weg. Das kann ich dann putzen. Das kann weg. Das wird brauche ich ja. Das kann weg. Das kann weg. Das können wir jetzt ein Bett craften. Wo war denn das Holz? Ach, hier. So, okay. Ne, da habe ich hier schon eine Idee. Okay, ich brauche jetzt das hier. Und here we go. Warte, ich habe eine Idee. Hat jetzt einen Grund, warum ich das getan habe. Mache ich das oder mache ich das? Ich gucke mal kurz, wie es aussieht. Ich gucke einfach nur mal kurz, wie es aussieht. Damit ich schon mal eine Ahnung habe. Damit ich überhaupt mal eine Ahnung habe, was er gesagt. Ah, sieht gar nicht mal so scheiße aus. Nee, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Aber ich würde sagen, dass wir dann. Nee, jetzt können wir es so lassen. Ja, jetzt können wir es so lassen. Ja, jetzt können wir es so lassen. Ja, gut, geht. Geht klar. Das war schon mal ein Fail. Hui. Boah, bildet die Sonne hier mega. Okay, gut. Guck mal ganz kurz. Oh, wir sind schon längst über der Aufnahmezeit. Eieieiei. Eieieiei. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's erstmal. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.